Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Willkommen zum Deutschland-Depot, jawohl. Du hast richtig gehört, nicht Starterdepot, nein, das Deutschland-Depot. Keine Sorge, das Starterdepot, das bleibt natürlich bestehen. Ich werde das weiterhin kommentieren. Das Deutschland-Depot, damit setzen wir nochmal eins drauf. Mit mir ist die Consorsbank gemeint, meine Wenigkeit und noch zwei andere Finanz-YouTuber, die ich dann später vorstellen möchte. Zunächst noch eine Kleinigkeit zum Starterdepot oder vielleicht zu mir. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Und wenn es dir ums langfristige Investieren geht, um langfristig steigende Kursgewinne und Dividenden, von denen du profitieren möchtest, dann denke ich, bist du auf der Plattform hier ganz gut aufgehoben. Das Starterdepot, mit dem sind wir vor einigen Monaten ins Rennen gegangen, haben quasi auf der grünen Wiese angefangen, erfolgversprechendes Depot zusammenzustellen, sogar gemeinsam aufzubauen mit Abstimmung. Und wir sind damit jetzt schon fast durch, in dem Sinne, dass wir das Starterdepot fast vollständig aufgefüllt haben. Wir haben schon 19 von 20 Sparplänen. Der 20. Sparplan, der wird es ja hoffentlich um REITs gehen. Ich bin auch nochmal von der Consorsbank gefragt worden, welche REITs ich denn präferieren würde. Habe ich 4 Stück genommen, übergeliefert und jetzt warte ich auf Rückmeldung. Und natürlich, sobald die Rückmeldung kommt, werden wir uns dann um den 20. Sparplan kümmern. Die Seite, das Starterdepot auf meinem Blog wachstumswerte.net, die ist in den Wochen etwas gewachsen und man sieht es auch hier an dem Scrollbalken, ist etwas länger geworden. Mir wurde es unübersichtlich und ich habe hier jetzt das Ganze hier in einzelne Rubriken unterteilt und einige von euch haben es schon mitbekommen. Wir haben jetzt hier auch die Gewichtung nach Branchen und die Gewichtung nach Land und Region in interaktiven Charts hier. Und die sind auch jeweils aktuell, also keine Excel-Screenshots oder so. Das sind immer die aktuellen Zahlen, die du hier siehst, mit dem Depotwert von 646,76 €. Und du kannst dann hier auch Drill-Down machen, hier zum Beispiel Technologie. Dann kannst du hier ein bisschen näher reingucken. Und am Ende siehst du dann auch hier die einzelnen Aktien, Apple, Cisco Systems, Microsoft und ich glaube das Amazon, jawohl. Und kannst dann natürlich auch wieder rausgehen. Du siehst auch im Standarddepot hier die Übersicht, die einzelnen Kennzahlen mit dem Marktwert und dann selbstverständlich auch nochmal hier die einzelnen Positionen nochmal näher durchleuchtet mit Gewinn, Verlust, so wie es sich eben gehört, Dividendenmatrix und so weiter. Und dann hier auch ganz wichtig die einzelnen Videos und wie wir zu den einzelnen Positionen gekommen sind. Das ist ja alles gemeinsam mit euch entstanden, das Starterdepot. Und wir haben ja dann immer gemeinsam abgestimmt, welche Aktie das Rennen macht. Und hier unten dann eure ganzen vielen Kommentare. An der Stelle vielen Dank für euer Feedback und dass ihr so klasse mit zusammen macht, mit zusammenarbeitet. Das motiviert ungemein. Ja, jetzt ist die Consorsbank an einige Finanz-YouTube-Kollegen und mich herangetreten und hat gefragt, ob wir Lust hätten, nochmal ein bisschen die Aktienkultur zu fördern in Deutschland. Und das sage ich natürlich nicht nein. Dann war die Überlegung, in welchem Rahmen wir das tun, beziehungsweise ich, in welchem Rahmen ich das tun werde. Und naheliegend wäre die Variante gewesen, statt der Depot 2.0 einfach die Strategie leicht zu verändern, beispielsweise. Und das wäre durchaus eine Alternative gewesen. Ich habe mich jetzt aber nach einigem Hin und Her und Überlegen zu was anderem entschieden, und zwar zu dem Deutschland-Depot. Und während das Starterdepot auf der grünen Wiese wächst, gehen wir beim Deutschland-Depot einfach von den beliebtesten Aktien der Deutschen aus. Und wie der Zufall so will, hat die Consorsbank Anfang des Jahres in die Depots ihrer Kunden geschaut und die beliebtesten Aktien in dem Sinne, dass sie am häufigsten vertreten sind in den Depots ihrer Kunden, analysiert. Und voilà, das sind sie. Und wir werden jetzt im Starterdepot Aktie für Aktie durchgehen. In dem ersten Schritt schauen, ob die Aktie, in diesem Fall die Deutsche Telekom, ein langfristig erfolgversprechendes Investment ist. Und im zweiten Schritt uns andere Aktien in der gleichen Branche anschauen, ob die vielleicht in Anführungszeichen noch erfolgversprechendere Investments darstellen. Und wir werden wieder gemeinsam abstimmen, welche Aktie die beste ist. Und wenn es da ein klares Votum für eine Aktie gibt, dann nehmen wir die einfach ins Deutschland-Depot auf.
Das Deutschlanddepot wird jetzt jedenfalls im ersten Schritt erstmal in Anführungszeichen nur 10 Aktien umfassen, die dann auch über Sparpläne angespart werden. 10 Aktien deshalb, weil das mit dem Sponsorsbetrag der Consorsbank ideal übereinstimmt, um ein Jahr lang jeden Monat über 25 Euro Sparplanvolumen 10 Aktien anzusparen. Wie es dann weitergeht, schauen wir einfach mal. Ich denke aber, das ist ein erfolgversprechender und auch mal ein anderer Ansatz als die normalen Ansätze, weil wir ja einfach von Aktien ausgehen, für die sich viele Zuschauer hoffentlich auch von euch interessieren. Ganz einfach, weil sie eben so weit verbreitet sind. Und dann nehmen wir das einfach als Ausgangsbasis und gucken dann, wie wir das Deutschlanddepot erfolgversprechend aufbauen. Wir werden dann natürlich auch schauen müssen, genauso wie hier im Starterdepot, dass auch die Gewichtung nicht zu kurz kommt, also nach Branchen, nach Land und Region. Aber da wir das Deutschlanddepot nicht so einfach auf der grünen Wiese planen können, wie es beim Starterdepot der Fall war, wird das halt so ein bisschen Work in Progress sein. Und das heißt, wir werden da schon etwas diskutieren. Bin aber zuversichtlich, dass wir da was halbwegs Ordentliches hinkriegen. Was da vielleicht im Vordergrund steht, das ist nicht unbedingt, dass wir dann ein super Depot haben, was die kompletten Benchmarks schlägt, angefangen vom DAX bis hin zum Nasdaq, sondern dass wir hier vor allem ein Learning haben, weil wir eben diese einzelnen Aktien alle durchgehen, die so beliebt sind. Und das sind eben auch Aktien dabei, behaupte ich jetzt schon mal im Vorgriff, die wir im Starterdepot nicht angeschaut haben, weil sie einfach von vornherein durchgefallen wären. Und dann gucken wir uns an, und also beschäftigen uns halt trotzdem mit diesen Aktien und gucken uns an, warum sind die denn vielleicht schlecht? Wie kann man denn feststellen, ob sie schlecht sind, also nicht erfolgsversprechend sind für ein längerfristiges Investment? Und wie können wir eben rangehen und erfolgversprechende Investments suchen? Also ich hoffe, dass da nochmal ein richtiges Learning kommt und dass wir da halt auch nochmal ein paar Leute abholen, die sich vielleicht für Starterdepot nicht so interessiert haben, sondern nach dem Motto, ich bin ja schon ein Aktienveteran und ich habe ja schon die Deutsche Bank und die Telekom seit 15 oder 20 Jahren im Depot. Vielleicht interessiert die Leute dann eben auch dieses Format. Okay, dann noch, wer sind die anderen beiden Finanzblogger? Ja, ganz wichtig, beziehungsweise YouTuber. Da handelt es sich beim einen um Homo Oeconomicus. Also den Aaron, der sich mit dem Künstlernamen Homo Oeconomicus tarnt. Und dann noch um den Bastian, auch besser bekannt als Talerbox. Die machen beide auch ein eigenes Depot auf und versuchen da dann auch was Schönes zu machen, sodass man da auch von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren kann. Da werden dann sicherlich auch ETFs eine Rolle spielen. Also da auch unbedingt mal vorbeigucken. Und dann würde ich einfach sagen, bis bald, am Anfang Oktober geht's los und ich würde mich über ein Wiedersehen freuen. Also, man sieht sich. Ciao.